Eigentlich wollte ich in diesem Video meine weiterhin standgesetzten Dampflokomotiven zeigen, bin aber kurzfristig dazu gekommen, mir eine kleine Unfalllokomotive zu besorgen, eine V100 von Märklin. Auf der einen Seite ist eine Kupplung defekt und die Aufstiegsleitern an den Ecken sind alle ziemlich verdellert und verbogen. Die Lokomotive insgesamt ein bisschen verdreckt, aber ansonsten vom Lack und so weiter sah das Modell eigentlich ganz gut aus. Und die Anzeige, die ich gesehen hatte, war Märklin Diesellokomotive V100 als Ersatzteil defekt, ungeprüft nur für Profis und Bastler, garantiert überholungsbedürftig. Im Sofortkaufen Preis für 12 Euro plus 3 Euro Versand. Ich habe dann kurz überlegt und dachte, okay, für 15 Euro hast du dann entweder einen Ersatzteilspender oder hast eine Lokomotive, die du wieder instand setzt und sie fährt. Die auf der Lokomotive aufgebrachte Betriebsnummer ist die V100-2101. Unter dieser Nummer habe ich im Großen und Ganzen nicht allzu viel gefunden. Nur, dass sie wohl aus einem Anfangsset 29447 stammen soll. Aber dieses Set habe ich in keinem Katalog gefunden. Habe im Internet gesehen, es soll angeblich von 2001 sein. Habe den 2001er Katalog mal geblättert. Entweder habe ich es übersehen oder es ist nicht drin. Ich habe definitiv keine weiteren Informationen. Wenn irgendjemand von euch mehr weiß, dann schreibt es mit in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, von wann die Lokomotive ist. Das Einzige, was ich rausbekommen konnte, dass sie einen Delta-Decoder hat und aus dieser Anfangsbaku stammen muss. Hier kann man auf der anderen Seite dann nochmal die Aufstiegsleitern sehen, sind ziemlich verbogen. Das Ganze ist aber aus Metall. Von daher hatte ich die Hoffnung, dass man das im Grunde genommen zurückbiegen könnte und der Schaden an der Lokomotive vielleicht nicht ganz so groß ist, wie ihn der Verkäufer hier beschrieben hat. Ich habe die Lokomotive dann auf die Schiene gesetzt, habe erstmal einen Travo angeschlossen. Reaktion der Lokomotive war null. Was aber nicht so dramatisch war, da ich ja davon ausgegangen bin, dass ein Decoder eingebaut hat. Also habe ich das Gehäuse entfernt und auf der rechten Seite seht ihr diesen uralten Delta-Decoder mit den 4 DIP-Schaltern. Diese waren auf Adresse 72 eingestellt. Ich habe die DIP-Schalter dann sozusagen auf 0 gestellt, beziehungsweise den Decoder auf analog umgeschaltet. Und siehe da, zu meiner großen Freude, die Lokomotive fährt, schaltet um. Und das Einzige, was hier im inneren Bereich fehlt, ist diese auf der linken Seite noch zu sehende schwarze Abdeckpappe für die Lichter. Und der ganze Rest scheint hier aber komplett zu sein. Ich habe die Lokomotive dann mit Wattestäbchen ein bisschen vom Fett entfernt, was da drin auf den ganzen Zahnrädern verschmiert war, und habe mit einer Pinzette die ganzen Haare daraus geholt. Also hier scheint sich nicht um einen tierfreien Nichtraucherhaushalt gehandelt zu haben. Vielleicht war es aber auch eine richtige Teppichbahn und die Lokomotive hat dann so ziemlich alles reingezogen, was sich da auf den Gleisen befunden hat. Dann habe ich das ganze Gehäuse mit dem Pinsel gesäubert und habe versucht, mit einer Zange die Aufstiegsleitern und diese Griffstangen wieder hinzubiegen. Ist nicht 100% geglückt, man sieht noch die eine oder andere kleine Delle drin, aber im Großen und Ganzen, wenn die Lokomotive fährt, fällt das nicht weiter auf. Und bis auf die Kupplung vorne, die ich noch nicht ersetzen konnte, weil ich gar keine hier habe, sieht die Lokomotive jetzt wieder wie ein ganz normal funktionierendes Modell aus. Ich bin dann hingegangen und habe die 7 Tinplate-Wagen, die immer noch auf der Anlage stehen, hier einfach hinten angehängt, die Lokomotive davor gespannt und habe das Ganze fahren lassen. Die Lokomotive fährt ganz normal, dreht hier ganz ordentlich ihre Runden. Auf den Test, den Delta-Decoder hier digital fahren zu lassen, habe ich verzichtet, da die alten Delta-Decoder, die ich bis hier auf der Anlage hatte, immer ganz grottenschlechte Fahreigenschaften hatten und die Lokomotive sich im Analogverkehr ganz normal und ordentlich steuern lässt. Und ich denke, dass die Lokomotive auch in nächster Zeit hier analog betrieben wird. Und hier habe ich zum Vergleich dann nochmal meine V100 von Märklin, die 3072, rausgeholt. Das müsste die dritte Variante sein, gebaut von 1991 bis 1994. Die steht hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite das neue Modell. Die altrote neuere Variante gefällt mir optisch wesentlich besser. Gehäuseform ist genau gleich, aber der Farbton und die Bedruckung ist ein bisschen anders. Was mir bei der älteren Lokomotive besser gefällt, ist das Dach, weil es einfach in der Mitte nochmal so einen schwarzen, dunklen Streifen drüber hat. Und bei der dunkelroten Variante ist es einfach komplett in diesem Hellgrau und sieht extrem nach Kunststoff aus. Eine einzelne Packung war jetzt natürlich nicht dabei, dadurch, dass die Lokomotive aus einer Anfangspackung stammt. Und ich werde jetzt mal schauen, was ich machen werde, ob ich beide Lokomotiven behalte oder die eine wieder abgebe. Ich werde jetzt hier vorne noch eine neue Kupplung besorgen, um das wieder 100% in Ordnung zu bringen. Und ansonsten sind die beiden Lokomotiven jetzt gar nicht groß zu unterscheiden. Und dafür, dass das jetzt eine 15-Euro-Lokomotive war, denke ich mir,
Ich habe also keinen Ersatzteilspender, sondern eine vollwertige Lokomotive bekommen. Und für die 15 Euro kann man da wohl nicht meckern. Denn 15 Euro habe ich schon für viel blödsinnige Dinge ausgegeben. Also ich werde schauen, was ich damit machen werde. Und das war es dann hier mit meiner 15 Euro Unfalllokomotive, die sich dann nach kleiner Reparatur- und Säuberungsaktion als vollwertiges Modell erwiesen hat. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr. Und bis gleich.